Christkind trifft Kunsthandwerk am Brucker Adventmarkt. So das Motto des Advent der Regionen in der Stadt Bruck. Basteln, Schminken und natürlich Besuche vom Christkind und dem Weihnachtsmann stehen am Programm. Ja, wir haben ab 30. November den Adventmarkt hier am Hauptplatz in Bruck an der Mur, aber nicht nur am Hauptplatz, es gibt ja auch in der Volksbankpassage und am Minoritenplatz entsprechende Attraktionen. Aber der Hauptmarkt natürlich selbst ist hier am Hauptplatz, am Koloman-Wallisch-Platz und der startet am 30. November. Und das vor allem auch mit den neuen einheitlichen Holzhütten für die Aussteller im Weihnachtsdorf. Wir haben dieses Jahr besonderes Glück. Die Stadt Bruck an der Mur hat ja ganz tolle tischlergemachte Holzhütten angekauft um einen sehr ansehnlichen Betrag. Und wir können ein komplett neues Adventdorf aufbauen, entsprechend ausgestattet mit diesen Hütten. Wir haben sehr viele Kunsthandwerker hier aus der ganzen Steiermark. Es kommt Kulinarik aus dem Vulkanland, aus der Weststeiermark, aus dem Almenland. Wir haben aus den Nachbarregionen und aus den Nachbargemeinden, aus zum Beispiel aus St. Katharina, Lamin kommen, Kunsthandwerker, es kommen Bastler aus Bruck, aus Kindberg. Also die Region selbst, aber die ganze Steiermark wird vertreten sein. Und weil zu Advent und Weihnachten auch die Musik gehört, ist auch dafür gesorgt. Aber nicht nur das. Ja, wir haben jeden Freitag, Samstag musikalisches Programm. Was mich aber besonders freut, wir konnten mit der BAKIP Bruck an der Mur eine Vereinbarung treffen, dass die eine durchgehende Betreuung für unsere Jüngsten haben. Der Adventmarkt soll ja für Familien, für Kinder da sein. Wir haben also mit der BAKIP eine Betreuung für die Kinder. Wir haben einen Weihnachtszauberer zweimal. Das Christkind kommt natürlich zu Besuch. Der Coca-Cola-Truck als einziger in der ganzen Steiermark haben wir die Parade hier am 8. Dezember. Also wir haben ein umfangreiches Programm, speziell auch für unsere Jüngsten. Was bei so viel Programm und Veranstaltungen noch fehlt, ist der liebe Schnee. Das ist aber eine andere Geschichte. Naja, wir hoffen natürlich schon sehr auf Schnee, aber da ist wer anderer zuständig, der wohnt einige Etagen ober mir. Das heißt, nicht der Herr Bürgermeister, sondern der liebe Petrus wird uns hoffentlich helfen und es schneien lassen. Und wenn es dann auch noch mit dem Schnee klappt, kann man den Advent bei Glühwein und Punsch in Bruck an der Mur so richtig genießen.